Jo, hallo liebe Sieher von CryptoTV, hallo armseliges Österreich. Ich glaube, ich muss es nicht mehr erklären, es ist inzwischen selbstredend. Wir haben heute Mittwoch, den 8. November 2023. Das heißt, wir befinden uns dieses Mal nicht in einem rockigen Monat, sondern dieses Mal in einem Monat, der wieder dem gewohnten Widerstand, dem gewohnten Aktivsein gewidmet ist. Das ist eh ganz gut, weil ganz ehrlich gesagt, so Bespaßungen kosten eh viel zu viel Geld. Nichtsdestotrotz ist es so, dass auch das normale Leben und das Schwurbeln Geld kostet. Egal, ich habe heute nicht nur latenten Schlafmangel und deswegen tut das Sonnenlicht weh und ich habe unfreundlich, trotz ganz viel Liebe, die Sonnenbrille auf. Auch der Roman an der Kamera hat einen sehr schläfrigen Blick drauf, der hat nämlich auch nicht viel geschlafen. Was soll man sagen? Mir hat den Schlaf geraubt, dass ich aufgrund der Tatsache, dass der Klimawandel doch nicht so kommt, wie in manch einer vorher prophezeit und da Panik schiebt, eintritt. Wer das sehen will, schaut sich entweder meine Facebook-Seiten an, da habe ich es verlinkt, oder schaut es direkt an, ohne meine Facebook-Seiten, bei RTV Privatfernsehen. Also die Antarktis hat gewaltigen Eiszuwachs. Wer hätte das gedacht? Im Oktober färben sich die Blätter und im November fallen sie jetzt großteils runter. Die Temperaturen in der Nacht sind, ja, mäßig lustig zum draußen stehen und arbeiten. Feucht war es die letzten Nächte auch sehr schön wieder. Also meine Schwimmhäute bekamen wieder ein bisschen Wartung und Pflege, damit die quasi erhalten bleiben. Und welche Rolle spielt nun der Klimawandel für diese Wetterbedingungen? Ja, man denkt sich, da haben wir den Klimawandel, mehr als 1,2 Grad Erwärmung in Deutschland und dann schneit es so früh im Jahr, wie kann das sein? Nun, Klima ist die Statistik des Wetters und statistisch nimmt die Häufigkeit von solchen Ereignissen ab. Aber trotzdem, wenn es einen trifft, dann passiert genau das, was wir momentan erleben. Wobei man auch sagen muss, das ist ja eine sehr kalte Situation, die wir zurzeit erleben. Und trotzdem war der Schnee so unglaublich feucht, weil er eben nicht bitterkalt war. Dann kehrt mit der nassen Fetzen weggejagt, ja. Ohne Klimawandel wäre die Situation sicher kälter gewesen. Und dann wäre auch mehr Schnee gefallen und mehr Schnee liegen geblieben. Das heißt, ohne den Klimawandel wären die Schneehöhen aktuell auf jeden Fall höher, als sie es tatsächlich jetzt sind. Dankeschön nach Frankfurt. Thomas Ranft für diese Einordnung. Und heute habe ich schon, nachdem der Roman letzthin ein umfassendes Video zur gestiegenen Terrorgefahr in Österreich gemacht hat. Ihr wisst, wir hatten vor, wie gesagt, heute ist der 8. November. Wir hatten am 3. November vor 3 Jahren, glaube ich, ist es her, also glaube ich, es war der 3. bereits unter unserem Innenminister, dem jetzigen Kanzler, also dem Mann mit den Bürgern. Ihr wisst, er glaubt, seine Übersetzung seines Amtes ins Englische heißt Burger King, bereits einen Terroranschlag. Ja, inzwischen hat Österreich, wie der Roman erwähnt hat, eben da für einen, Wahnsinn gestimmt. Das heißt, man hat sich entschieden, gegen die Aufrechterhaltung und den Schutz von Zivilisten und der Aufrechterhaltung von humanitärer Hilfe zu stimmen. Schuld dafür ist jetzt nicht aktuell der Kanzler. Wie gesagt, der ist ja quasi Beauftragter in Sachen Bürgerfragen und da ist eher ein bisschen schuld unser Außenministerium. Also da war quasi unser Ex-Kanzler jetzt verantwortlich, der Schallenberg, aber von dem sind wir ja schon gewohnt, dass er dafür sorgt, dass die Österreicher ungemütliche Weihnachten haben. Ja, ich war heute auch schon kurz davor, einen Terroranschlag zu verüben, weil wie gesagt, die Witterung fordert es ein, neben dem Gesetz seit 1. November, dass man Winterreifen am Auto hat. Was soll ich sagen? In Österreich Reifen umstecken ist wahrlich schwierig. Ich war beim Reifen Ion. Da hat man eine halbe Stunde lang mit mir geplaudert, um mir dann zu sagen, ja, wir könnten einen Termin für
Anfang, Mitte nächster Woche ausmachen, um die Räder mal umzustecken. Allerdings geht es da noch ums Umstecken meiner Altreifen und neue Felgen kamen dann demnächst. Und ich habe dann beschlossen, da sind 4 Hebebühnen frei und da warte ich dann nicht bis Anfang, Mitte nächster Woche. Ich bin dann zum ATU nach Freilassing gefahren, ihr wisst, ins nicht minder sonderbare Deutschland. Da ging das Ganze binnen 45 Minuten und hat erstaunlicherweise auch noch 75 Euro weniger gekostet. Dies kann jetzt sicher wieder irgendein Experte und oder eine Expertin oder irgendein wie auch immer einzuordneter Diverser, also zum Beispiel ein Fuchs, der nur spielen will oder so, erklären. Ich kann es mir nicht erklären, macht aber nichts. Inzwischen ist meine Laune etwas besser, weil das Umstecken der Räder ohne Wuchten, ohne irgendwas, einfach alte Felgenrand der Neiche drauf, hat funktioniert. In der Causa wird dann in den nächsten Tagen noch ein bisschen was passieren, aber nachdem ich mit dem Roman in den nächsten Tagen ja eh viel an Tour sein werde, also quasi viel mit dem Automobil fossile Brennstoffe verbrennen werde. Damit popularisieren, weil wir uns mit vielen verschiedenen Arten von Farben abgeben werden. Was? Ja, weil wir haben ja schon letztens geteasert, oder? Dass wir bei der FPÖ. Ach so, nein, so weit greifen wir gar nicht vor, das da merken sie ja unsere Seher eh wieder nicht. Ja. Tatsache ist jedenfalls, wir haben jetzt ein unglaublich langes Intro zu meiner miesen Laune und zum Schlafmangel. Und warum? Weil, wie gesagt, ich bin halt schon seit 10 Uhr Vormittag unterwegs in Mission Reifen umstecken und Altreifen abmontieren, damit die Felgen lackiert werden können. Langes, kompliziertes Drama. Wurscht, wie gesagt, in Deutschland funktioniert's, in Österreich funktioniert's nicht. Und wenn's in Österreich funktioniert, dann mit gewaltiger Wartezeit und für einen gewaltigen Aufpreis. Also sind wir doch ganz froh, dass wir da grenznah wohnen. Sei es wie sei, wir haben heute, wie gesagt, nicht vor zu rocken und zu rollen, sondern wir werden uns ein bisschen unserem Aktivismus widmen. Das heißt, heute ist um offiziell 19.30 Uhr in Hallwang im Kulturzentrum, sofern es denn nicht wieder abgesagt ist, so wie die Lesung von Edith Brötzners Buch, also die Buchvorstellung von Edith Brötzner mit dem Titel Alkohol und Psychopharmaka letzthin, der wurde nämlich abgesagt. Schauen wir mal, ob wir heute vor versperrten Türen stehen. Jedenfalls, das ist heute der Plan. Und damit habe ich eigentlich wieder ganz lang und breit und viel und selbstverliebt geredet. Damit natürlich einmal mehr ganz, ihr wisst es schon, viel Liebe für alle, die die Probleme der Welt wegmeditieren und wegbeten. Und natürlich auch für alle anderen. Aber wir müssen ja jetzt einfach die neue Herzensebene erreichen. Ich hätte mal gesagt, wir werden uns jetzt auf den Weg machen, bei der Roman und ich müssen den nächsten Stopp erreichen und der Roman steigt dann wieder ein, wenn wir da dort sind. Und bis dahin, wie gesagt, ganz viel Liebe. Natürlich auch vom Roman. So, damit bin ich raus. So, nachdem die Wildstyle nicht so wild war, gehen wir jetzt Bauteile für Romans Geldtasche kaufen. Deswegen Haupteingang Bauhaus und los geht's. Noch ein Tutorial, oder? Im Grunde? Wir machen kein Tutorial. Wir warten darauf, dass wir im November schon die Abschlussrentiere haben. Alles rund ums Heizen. Ne? Die Gehwessler hat ja jetzt einen neuen Kalauer. Mit, wie war das? Die Kleinspar ein. Ja. Das ist ein bisschen finsterer. Sie verspricht uns ja auch, was das, dass sie uns vor Problemen beschützt, die es ohne sie nicht geben würde. Ja, das ist schön, aber die Ketten da gefallen mir schon mal. Schauen wir mal, was wir da sonst finden. Also, wie gesagt, nachdem ich einmal mehr latenten Schlafmangel, schlechte Laune und sonst was habe, ich bin sowieso der festen Überzeugung, das Land kehrt zugeschissen und. Ja, wenn es nach dem Kanzler geht, ein McDonalds draufgestellt. Und wenn es nach mir geht, keine Ahnung. So.
Reicht dir sowas oder willst du stärkere Ketten? Ah ja, eine Spur länger kann es schon sein. Naja, das länger ist... Aber ich kann es mit zwei machen eigentlich, weißt du? Nein, nein, zwei machen wir mal grundsätzlich nicht und die Ketten soll ja eigentlich auch was her. Hier hätten wir mal einen Vorabwahl. So. Das ist ja auch alles irgendwie nicht so. Also ich hätte ganz gern sowas wie meine da gehabt, die so ein bisschen geschwungen ist, ne, und nicht einfach nur gliedrig. Aber irgendwie... Ja, das ist schon was man so vertraut, gell? Dann schaut er aus fast wie so Weberknoten. Ja. Mein Spruch war früher, do it yourself or get fucked. Ja? Und, man müsste so Ketten nehmen, unter Spannung stehen und dann so vertrauen, bis ja, das ja, Glieder ja. Selbst in den Muster ist. Ja, ja, natürlich. So, und was hältst du von der da? Der kommt da mit der Zange sozusagen. Was hältst du von der da, ist meine Frage. Ja, du, die schaut schon gar nicht so schlecht aus. Hat auch einen schönen Wendelcharakter. Ne, weil ja. Ich denke mir, die ist eventuell etwas brauchbar. Ich hätte zwar gerne eine. Ich verschweiße das so wie meine, das ist die ja, nicht. Ja, aber halten tut es trotzdem. Ja, schauen wir mal, dass man... Da muss machen. Ich ja wirklich Krieg herrschen, dass man die sprengt, oder? Keine Selbstbedienung, ja, das ist geil. Dann schauen wir da mal, dass wir da den passenden Anker haben. Was warten wir halt einmal da bei Eisenwarninformationen. Ne? Ja, ja. Also halt zumindest schon mal Hightech-Werkzeug. So. Ja, wie gesagt, das habe ich beim Reifen John heute auch gehabt. Vier freie Bühnen, aber sie haben einen Stress. Ja. Bauhausmitarbeiter zu finden, da gibt es ja schon Kabarett drüber. Arbeitermangel, wenn sie schon. Wie bei der Gastronomie ist da, glaube ich, so ähnlich. Die ja, haben sie alle andere Jobs. Zur Gastronomie machen wir jetzt, nachdem ja dann die Hohe Gast wieder in Salzburg gastiert. Eigenes Video, jetzt warten wir mal. Das ist die große oder die kleine Gast? Die große ist im Winter, gell? Ja. Sofern man das noch groß und klein. Ja. Jetzt musst du bei jedem Stand für eine Kostprobe schon oftmals was zahlen, gell? So bei der Zahlen. Entschuldigung, wenn wir ja. Da so eine Kette kaufen wollen, wie viel können wir denn da unser Maus runter? Wer macht uns denn das dann von einem? Die würden wir dann gerne nehmen, aber nachdem das da geschlossen ist, wäre es voll. Die haben sie überhaupt so. Ja, das haben sie zugemacht. Ich brauche mir einen Kollegen, was die holen. Ja, ja. Jetzt kann man sich um die Hüften wickeln und dann sagt man, ich war noch schauen. Hätten wir eine unverschweißte Alternative gefunden, etwas kleiner und etwas weniger stabil hier, weil so eine haben sie ja nicht, das sehe ich ja richtig, oder? Ich, so verdreht habe ich nicht. Ja. Gut, dann werden wir... Was, das ist angelesen? Ja, da haben sie ein lustiges Maßband von 0 bis 1 Meter, da das haben sie dann eine Gasse davor. Genau, das tut zu, weil das ist ja schon wirklich genau. Aber wie gesagt, 75, das sollte da reichen. So, und die Wetten können noch angenommen werden. So, haltst du einmal da, damit es die sinnvoll... Nein, nicht die Ketten, sondern die Rolle. Nicht, dass man die da entgleitet. Da haben wir da gleich die Zange. So, ja. Tust du da mal mit dem Ding zu. Und dann schauen wir, wo... Da ist er. So, schauen wir, ob wir meinen Finger wegzwicken oder die Ketten. Gibst da nur ein bisschen nach, ein bisschen näher mit der Rolle an die... So. So. So, zap, zap, ja. Damit haben wir Mission 1 erfüllt. So schnell geht das. Dann stellen wir die da wieder rein. Der Nummer 127, das ist da richtig. Das. Keine Selbstbedienung. Die da, die vernickelt. Ja, na, wenn das keine Selbstbedienung ist, das ist ja auch wieder. Also wir müssen mit unserem Code 127 bei der Kasse dann ja, den Wert jetzt dann. Jetzt brauchen wir den Onkel doch wieder, weil, nein, es ist ja... Ist so. Macht man das nicht da? Haben die das nicht dort aus dem Boden zum Ausdrucken gemacht? Kommt? Ja, aber es steht ja hier keine Selbstbedienung. Machen wir das trotzdem. Ja. Wenn wir keinen Pin brauchen, geben Sie 3. 1, 2, 7. Na schau. Okay. Gut, und davon brauchen wir jetzt die Länge wahrscheinlich. Ja. Ja, wo geben wir die ein? Gehen wir mal auf weiter. Da oben, schau ja, gib mir da drauf. Nein, da gib einen Frieden, 75. Genau da. So.
Hier Bar wird gedruckt, unglaublich toll. Dann tust du den Selbstbedienungszettel wieder an. Da haben wir den Scheiß zu ja, dann drücken. Brauchen wir. Nein, nein, nein. Passt du das, dann kannst du mit dem an die Hosending hängen. Aha. Ja? Aha. Habe ich früher in den 90ern das Leder gehabt, das hat man auch dreimal nähen müssen im Laufe seines Lebens, dass wieder ein Gürtel gepasst hat. Lass mich da nochmal zu dem kleinen Selbstbedienungskastel 224. Sehr schön. So. Also jetzt wurde der Pakt abgeschlossen. Na, der Part ist noch nicht abgeschlossen. Der Pakt. Also hast du nur weiter wegen anderen Karabiner, oder? Nein, ich schaue nicht wegen anderen Karabinern, sondern ich schaue wegen Schlüssellängen. Und da wären wir ja eigentlich. Ja genau, sowas, aber halt in kleiner. Genau. Ja, habt ihr in allen Tarnformen für die Sofa-Militaristen? Da sind zwei dabei. Ah, wegen diesen Ringen. Ist auf Teilejagd gewesen. Ich hätte mal gesagt, das schaut ganz gut aus, weil einzeln gibt es den Scheiß da ja wieder nicht. So, du hast deine zwei Zellen? Ja. Das ist der Karabiner, das ist die Kette. Sie wollen 437? Nein, da haben Sie es falsch ausgeführt. Sie haben da, Sie haben 75 Meter eingegeben. Ja, was hast denn du noch vor? Das ist ja durch zu den Fassadenklettern gekommen. Ja, dann soll ich ihn ein 75 und ja. Einmal der Karabiner Nummer 224. Ich weiß nicht, dass das gut wunderbar funktioniert, nur unser Chef hat gesagt, wir müssen es machen. Kann ich auch nicht nennen. Es wird halt leider sehr großzügig gearbeitet. Ja, 225 einmal. 224. Wir haben eh lang gewartet. Ja. Nein, 224, nicht 225. Ja, ich hab's eh ausgebissen. So, danke. Okay. So, jetzt einmal die Kette, einmal der Karabiner. Ja, weil sie haben vorher 75 Meter eingegeben. Statt 0,75. Ja, der Nuller hat sich nicht gedruckt, schätze ich mal. Ach, das ist da, oder? Das ist 6. Genau, jetzt schauen, ob es falsch geht, ist, bevor wir noch digital alles gehört haben, haben sie recht. Das ist schon auch seit 13 Jahren so, ab 20 müssen wir euch kontrollieren. Sag ich ja, bevor das digitale gehört kommt, alles. Das ist alles nichts Neues, das war schon immer so. Heute beschäftigt sich das so. Darum gibt es auch seit beschäftigt vor 13 Jahren, bald 14. Jetzt können wir uns immer da. Ja, aber wir unterstützen ja gerne Ihre Arbeitskraft und kommen zu Ihnen. Das ist ja gleich viel menschlicher, ne? Darf ich sagen? Ja. Nein. Also ein neues Leben, aber das wird es gerade nicht im Angebot haben. Das ist aus. Ja, habe ich gedacht. Das müssen wir sich aber leisten können. 26 haben wir dann. Am Ort der nächsten Lüder. Also ganz schön abnutzbar, kann schon gar nicht mehr die Marke ablesen. So, also wir stellen fest, eine Geldtaschenkette in 75 Meter Länge und der dazugehörige Schlüsselring und ein Karabiner würden 400 irgendwas Euro kosten. Memo an mich, ausgeschlafen, das kleine Kleingedruckte lesen, die wollen das in Meterangabe und nicht in Zentimeter. Finde ich spannend. Ich bin davon ausgegangen, dass nicht jeder gleich meterweise so eine Kette kauft in der Bauart, aber mein Fehler, gebe ich ehrlich zu. Also mit 0,75 Meter hat es dann funktioniert. Was auf der Wildstyle nicht geklappt hat, haben wir da geschafft. Nämlich Red Bull, zwei Dosen für gerade einmal 6 Euro und ein bisschen was. Und quasi Geldtaschenkette, die Geldtasche. Habe ich schon, das fertige Produkt wird der Roman dann
sagen, sobald ich irgendwie damit fertig bin. Damit sind wir im Bauhaus raus, werden uns jetzt ein bisschen Koffein, Taurin und einen Chemiebaukasten zuführen. Gehst damit in den Keller, oder? Dann sagst du das einer der Ketten, wo sie gehören. Nein, in meinem Keller habe ich quasi nicht so viel Platz. Man wohnt ja in Salzburg überteuert auf kleinem Raum. Ihr wisst, wir sind ja Weltkulturerb und Mozartstadt und dafür muss man natürlich einen horrenden Preis zahlen. Dafür hat man mitunter keinen Tiefgaragenplatz. Es gibt am Park immer zum Ausweichen, sind die Parkplätze bei solchen großen Konzernen. Ich habe auch keine großen Konzerne, wo ich wohne. Die großen Konzerne sind ja, wenn ich da an die Signa erinnern darf, eh gerade ein bisschen am Strudeln. Ne? Österreich hat ja als Testweltmeisterland, herzliche Gratulation den Bürgern dafür, ein bisschen es geschafft, inflationär ein bisschen raufzugehen. Ne? Aber wie gesagt, egal, da drinnen kann man sich immer noch schöne zusätzliche Holzöfen und sonstige Sachen, Kachelöfenmodelle und so anschauen. Und ja, dreh klein, spar ein, hat die Gewessler gesagt. Bin ich großer Fan davon. Ich habe das auf meiner Facebook-Seite mit einem passenden Pin-Up verbreitet. Da werden jetzt also quasi Perky Nipples wieder flächendeckend modern werden im Winter, wenn das mit dem Heizen das Motto ist, runterdrehen und einspannen. Ne? Und ja, wer weiß, vielleicht finden dann sogar noch willige Frauen, die sich am Roman und mir warm rubbeln wollen, ne? Weil sie selber mit ihren zarten Körpern vielleicht schneller mal ins Rühren kommen. Also der Roman und ich sind da eventuell für Angebote oder Nachfragen offen. Talentiert genug sind wir auf alle Fälle. Ja, sie hätte mal gesagt, ich bin groß genug und biete viel Reibungsfläche. Also das würde man hinkriegen. Bringen genügend Erfahrung mit. Langlebig. Kann man überall benutzen. Ja, und das Schöne ist, wie gesagt, bei uns kann man das sogar noch machen, ohne dass man sich eventuell Gürtelrosen oder Spike-Proteine einfängt. Ne? Also ich finde mal, Ladies, das ist ein echtes Angebot. Ja, den Gürtel verliert man zumindest nie, der rutscht nie die Hosen runter. Also man muss alles raussehen, wo es noch geht. So, wir haben jetzt den nächsten Stop, oder? Ich wollte gerade sagen, also ich mache jetzt diese Red Bull-Dose leer, entsorge die ordnungsgemäß im etwas in Mitleidenschaft gezogenen Mistkübel. Was der alles kann, gell? Dann geht's zum nächsten Stop weiter. Schauen wir, ob der da die Dosen, die Mistkübel rein tut. Die Schaufel? Das kann ja jeder sagen. Die Zeit nehmen wir uns noch, gell? Na klar. Jetzt noch die Klopause ein bisschen zurückhalten. Ja, aber ich finde das nicht schlecht. Erst muss man ewig und drei Tage suchen und dann beschwert er sich, dass wir uns nicht haben helfen lassen. Wie sind jetzt Sie erst davor gegangen? Da haben wir uns auch selber ausgedacht. Naja, weil Sie mir nicht helfen lassen wollten. Nachdem er ja eh bestätigt hat, der freundliche Herr vom Bauhaus, dass er das, was wir haben wollen, eh nicht hat. Aber wie gesagt, Selbstbedienung. Vielleicht wollte er uns nicht als eine hilflose Trotteln dastehen lassen. Und von uns auf. Wir sind hilflose Trotteln, weil wie gesagt, wir leben in Österreich. So, du hast festgehalten, ich hab das mit der Dose geschafft. Der Roman steigt dann wieder ein, wenn wir beim nächsten Spot angekommen sind. Schau mal, was der Wissen noch so kann. Spannend wird es, aber schon in 75 Level und steigt immer höher. Na, wie gesagt, das Schöne ist, inzwischen ist der Preis ja relativ human. Man zahlt jetzt nur noch 1,60 pro Liter, das war ja schon schlimmer. 10 Cent billig ungefähr. Aber es ist halt trotzdem 60 Euro für 90 Liter roundabout. Ach, 78 waren wir noch so vor 2-3 Wochen, oder? So, ist halt trotzdem ein heftiger Preis. Aber der Roman hat hier natürlich. So, da winke ich mir in die Kamera. Der Roman hat hiermit festgehalten. Nächster Stopp, fossile Brennstoffe noch füllen, weil, wie gesagt, wir müssen hier heute nur noch halbern und wir haben ja im Oktober schon so viel verfahren. Also wieder Sprit rein. Mach mal.
So, damit haben wir das erledigt. Der Roman steigt wieder ein, wenn es was gibt. Ich gehe mal zahlen, auf der Nummer 2. Ja, so sind wir, diese Nahaufnahmen. Ja, die Stresspickel. Und so. Die Froschperspektive, wir stehen jetzt hier nach langem Stau. Der Roman kann im Hintergrund festhalten, das Salzburger Verkehrskonzept wirkt einmal mehr. Deswegen bin ich normalerweise ja einer von den bösen Spaziergängstern. Romanseher werden es wissen. Wir stehen da jetzt quasi vorm Tschüssk. Da werde ich jetzt einkaufen. Der Roman wird das wahrscheinlich nicht dokumentieren, weil das ist gar nicht spannend. Ich kaufe da nur ein bisschen Haushaltswaren, sprich Bettzeug. Und nutze das, dass ich mit dem Auto heute unterwegs bin, weil normalerweise, wie gesagt, bin ich im Stadtkern nicht zu Fuß unterwegs. Aber nachdem es ja dann nach Hallein weitergeht, bin ich da jetzt einkaufen. Und ja, der Roman kann inzwischen in Ruhe eine Meditationsgeschichte machen und ein Räucherstäbchen entzünden. Ich muss nachdenken, weil ich möchte, brauche für meinen Garten, brauche einen Dünger und für die Küche zum Putzen ein bisschen Chlor. Wirst du beides nicht kriegen? Da hätte ich eher gesagt Bauhaus da hinten. Ich kaufe gleich ein bisschen mehr, ein paar Mengere, ein paar Tonnen. Ha? Ja, da hätten wir aber quasi wieder das Problem, was der, wenn du die falschen Mengenangaben machst, kostet es so teuer. Okay, so, das hätte ich aber, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, klar. Das ist eine ganz neue Story, was du mir da offenbarst. So, du machst jetzt jedenfalls im Zweifelsfalle, nachdem die da keinen Dünger haben, einfach einmal eine Power-Meditation mit Räucherstäbchen, ich komme gleich. Das heißt, ich muss vor der Tür bleiben. Schweres Haupt braucht ein neues Polster. Jetzt werden wir mal kurz feststellen. Schau, das vor dir auf dem Polster klingt. Schau drauf, bevor ich dem jetzt lange bereit schreibe und dann in einer Dreiviertelstunde Antwort gebe. Deutschlands. Next Stop Rockhaus und der Roman halt wieder drauf, wenn es was Spannendes gibt. Nachdem ja, wie gesagt, der Rocktober vorbei ist und wir uns wieder dem tragischen, ernsten Dasein dieser Nation widmen, tun wir das natürlich heute in unmittelbarer Nähe vom Rockhaus. Da habe ich nämlich gerade die 30-Jahre-Zeitung abgeholt, die ich letzthin bei meinem sonntäglichen Dienst dort vergessen habe mitzunehmen. Und nachdem Salzburg eh gerade noch im Stau untergeht, da werden wir da einfach die Zeit nutzen und noch ein bisschen Info aufkleben. Damit es nicht gesagt ist, wir machen immer nur blöd daherrede-Videos und dann sonst nichts. Ja, da geht's um das Who is Who's der Geriatrie. So, da haben wir mal eins. Der Roman, halt da mal, danke. Dann kann ich es einfach mal so ein bisschen hier dran bringen. Dem ja, wie gesagt, im Rockhaus doch ein bisschen Geschäftsgang ist und da dementsprechend immer wieder Leute vorbeikommen. So, da machen wir jetzt einfach so einen bösen Baustellenübertritt. Roman, halt da nochmal. Für die, die da am Weg zur Bushaltestelle und oder zum Rockhaus sind, ein bisschen Info. Ein bisschen Info, ein bisschen Liebe. Genau, Liebe ist natürlich ganz wichtig. Also man kann natürlich auch die internationalen Gesundheitsregeln da quasi wegmeditieren, aber ich habe mir einfach gedacht, wir klären vielleicht vorher noch ein bisschen darüber auf. Ja, Liebe trägt zur Gesundheit vor, wenn man die Pharmazie liebt, dann kann es nur umso mehr wirken. Die Herkules fliegt, oder welche Transportflüge meinen Sie denn? Man hat jetzt das richtige Museumsteil gefunden, um die Herkules in die Luft zu bringen.
Wir werden uns im November dem Thema WHO und WHO-Verträgen und der Person Tedros und Co. noch umfassend widmen. Aber man soll ja nicht sagen, der Typ mit der angeblich so rechtsextremen Frisur redet nur blöd daher und tut nichts. Der Typ mit der vermeintlich rechtsextremen Frisur hat bei einer Mitstreiterin nämlich 200 Kopien von diesem Aufklärungsmaterial von der Andrea Drescher letztendlich gemacht bekommen. Und die werden wir in den nächsten Tagen und Wochen natürlich verteilen. Zu Tedros gibt es dann auch noch einen Sonderbeitrag und da kann dann der geneigte Salzburger auf seinen Wegen lesen, was so gut ist.